Jetzt kommen wir zu einem Mann, der ist Journalist, Autor, Reporter und er hat mittlerweile den 6. Teil seiner Übersetzungen rausgebracht, also falsch übersetzte Dinge aller Art. So sieht das Buch aus und daraus wird er uns jetzt einige präsentieren. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Titus Arno, herzlich willkommen. Hallo. Das ist die sechste Ausgabe schon. Ja? Genau. Sechste Auflage oder sechste Ausgabe? Wie sagt die man? Sechste Auflage. Wir haben 2007 das erste Buch rausgebracht. Ja. Hieß nur Übersetzungen. Und da haben wir Speisekarten, Schilder, Hotelbroschüren gesammelt und rausgegeben. Und da stand ein Aufruf dann an die Leser: Bitte schicken Sie solche Sachen ein, wenn Sie sowas sehen im Urlaub. Und Okay. Seitdem schicken mir ganz viele Leute immer solche Sachen. Es ist ja immer schlimmer geworden, seitdem auf allen möglichen Seiten Übersetzungen angeboten werden im Internet, die dann einfach genau. von Maschinen gemacht werden. Und das funktioniert natürlich nicht immer. Wir schauen uns mal ein paar Sachen an, die Sie da in dem Buch veröffentlicht haben. So, hier, bestellen Sie bitte Ihren Frühstück einen Tag bevor. Brauchst du mehr als 10 Brötchen den nächsten Morgen? Bitte kommen hinein und erzählen es uns. Dann haben wir Ihnen Frühstück den nächsten Morgen gepackt. Vom Pac-Man wahrscheinlich, ne? Ja, wahrscheinlich. Hier, das ist das Rezept für einen Kunsti-Erwirkt-Salat. Genau. Haben Sie auch recherchiert, wie diese Begriffe zustande kommen? Genau, also ich schreibe dann immer die Texte dazu und versuche zu erklären, wie sowas zustande kommt. Und in dem Fall ist es eine Übersetzung aus dem Türkischen ins Englische, zum Französischen, ins Deutsche. Und es ging los im Türkischen mit dem Artischockensalat. Okay, das habe ich dann gedacht. Ins Englische Artichoke Salad. Ja. Und dann hat der Übersetzer gedacht, okay, nehme ich mal Wort für Wort. Art, Kunst. Ja. Choke, erwürgt, ja. Salat, Salad. Da gedacht, okay, da fehlt noch ein I. Das I dazwischen geklemmt und fertig war der Kunst, die erwürgt Salat. Hier, das ist auch nicht schlecht hier. Lassen Sie bitte diese Toiletten im Sauberkeitsstand, in dem Sie hätten zu wünschen, sie zu finden, indem Sie hineingehen. Das stimmt einen schon nachdenklich. Da kann man echt ins Grübeln kommen, wenn man da am Klo sitzt. Ja, Gelati, Eisen. Ja. Ich habe selber mal sowas gesehen, ich glaube, es war in Südfrankreich. Ja? Das Französische war irgendwas mit Nissoise irgendwie. Ja? Und die englische Übersetzung war Stuffed Nissoise. Und auf Deutsch hieß es, stopfen Sie die Nissoise voll. Sehr schön. Ja. Wir schauen mal weiter hier. Dienstleistungen, Salzkammer, Ultraschall, Iontophorese, Therapie, Galvanbehandlung, Fleischdusche. Und Fleischdusche 25, Gelegenheit 3. Sehr sicher ein sehr schönes Wellnesshotel in Budapest. Was wäre das gewesen in echt, Fleischdusche? Das habe ich leider nicht rausgefunden. Also ich kann... Vielleicht Massage oder sowas? Massage stelle ich mir vor. Ich hoffe nicht, dass es was mit der ungarischen Küche zu tun hat. Ja. Richtung Gulasch. Ja, hier, das ist auch toll. Ja. Es lädt zu Ihnen ein, um eine Kreuzfahrt mit unserem Boot der Kristallunterseite von einer Stunde Dauer zu bilden. Im Verlauf der Exkursion werden Sie beobachten die Küste und die Marineunterseiten der Coves von Sint-Weiß, durchbohren Nova, durchbohren Brennholz, durchbohren Mastella. Im Vergleich mit welchem der Rest eines gesunkenen Schiffs sind, das auch Sie werden sehen. Sie vergessen nicht sein fotografisches Bett. Wir warteten seinen Besuch, danke. Das war wahrscheinlich ein ganz normales Programm, oder? Das ist haben eine Sie das untersucht? Ja, das ist eine Werbung für ein Glas. Glasbodenboot. Also so ein Schiff, wo man drin sitzt und dann nach unten schauen kann. Und ich hab's nicht ganz rausgefunden, was die ganzen Fehler sind, aber zum Beispiel das Durchbohren. Ja. Das kommt vom spanischen Cala. Cala heißt durchbohren. Ja. Und Cala ist die Bucht. Also das ist die Cala Nova, die Cala Mastella und so weiter. Und das haben sie einfach falsch als Verb übersetzt. Ja, alles klar. Wir schauen mal weiter. Hier, das ist auch schön. Hier, nicht schleudern die Türe.
Nicht aufhängen, Handtuch aufs Zelt, nicht beflecken, Decke von Bett. Die Terrasse ist offen. Bis 3.23 Uhr zahlen, schade. Ja, schade, ne? Was war das? Zahlen, schade? Sorry? Oder was? Das habe ich nicht rausgefunden. Ich das ja. Bitte was? Ah, Sie zahlen den Schaden. Jetzt hier. Ah, guck mal. Titus Arno bei uns zu Gast, der Autor, oh, jetzt runtergefallen, dieses Buches hier. Übersetzungen heißt es, also da sind wirklich einige Stilblüten von Übersetzungsmaschinen in der Regel, aber ein paar Sachen werden auch von Menschen gemacht. Auch von Menschen, und das Problem ist halt, wenn ein Mensch eine Sprache nicht kann und dann per Wörterbuch übersetzt, einfach Wort für Wort einen Ausdruck versucht zu übertragen, aber nicht den Sinn versteht, dann kommen solche Sachen dabei raus. Viel passiert natürlich durch Google Translator, also dass Leute einfach den Begriff eingeben und dann versuchen, das per Internet übersetzen zu lassen. Ja. Wir haben hier auf dieser Speisekarte, meine Damen und Herren, haben wir wirklich sehr interessante Gerichte zusammengesammelt. Also Sie. Hier oben geht es schon mal los mit Würste. Ja? Also es gibt Würste und als erstes Schinken von Eichel. Ja? Darunter Lende von Spazierstock von Eichel. Wenn Sie darauf mehr Lust haben, ja. Oder wie sieht es hier aus? Unter Käse finden Sie geheilter Manchego oder Sattelschlepper. Was könnte das gewesen sein, Sattelschlepper? Das habe ich nicht rausgefunden. Ich habe tatsächlich einen spanischen Kollegen, das ist aus dem Restaurant Madrid, den habe ich gebeten, dorthin zu gehen und auch das spanische Original anzuschauen. Der hat es nicht rausgefunden. Okay. Aber hier ist ein Beispiel, Rasierapparat-Rohbauten. Hier unten, Rasierapparat-Rohbauten, das ist auch lecker. Unter dem Punkt Zinn, was auch immer das ist. Aber da habe ich die Erklärung... Zinn? Ja, das ist unter Zinn, wenn Sie Zinn mögen. Wenn man nicht jeder verträgt es auch, ne? Ja. Hier unten sortiert, hier ist auch schön... Sortierte von Schädeln. Sortierte von Schädeln, ja. Oder bringen Sie Schädel unter. Genau. Die Rasierapparate kann man zum Teil erklären. Also Rasierapparat kommt aus dem Spanischen. Es gibt eine Muschel, die heißt, es gibt eine Schwertmuschel. Okay. Und das ist das gleiche Wort wie Rasiermesser. Rasiermesser. Sieht auch so ähnlich aus. Das hat man vielleicht schon mal gesehen, so eine längliche Muschel. Und das ist das Fleisch von dieser Muschel. Und wenn man das übersetzt, könnte man Rasierapparat-Rohbauten, wenn man das falsche Wort jemals nimmt, rausbekommen. Hier gibt es noch tapfere Kartoffeln, das ist auch nicht schlecht. Tapfere Kartoffeln kann ich sehr empfehlen. Oder am liebsten hätte ich natürlich Würste der Hölle. Ja? Ja, und viele Dinge mehr, das finden Sie alles in diesem Buch hier, Übersetzungen von Titus Arno. Vielen Dank, dass Sie da waren. Dankeschön. Titus Arno, mein Name.